Moin, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist in diesem Video, in dem es um Medienarbeit im Fußball geht. Bereits im letzten Jahr haben wir uns einmal die Pressekonferenz des FC Bayern München näher angeschaut und auch in diesem Video geht es um den deutschen Rekordmeister. Diesmal geht es ganz konkret allerdings um die Affäre rund um Franck Ribéry. Das bedeutet aber nicht, dass ich einfach nur zusammenfassen möchte, was passiert ist, sondern dass ich ganz konkret sagen möchte, wie Clubs mit solchen Affären umgehen können. Da hörst du jetzt also auch schon raus, dass ich mit der Art und Weise, wie der deutsche Rekordmeister damit umgegangen ist, nicht zufrieden bin. Kurzer Rückblick, was ist passiert? Anfang des Jahres hat Franck Ribéry ein vergoldetes Steak serviert bekommen mit einem Wert von ungefähr 1200 Euro. Zu diesem Steak wurde er eingeladen und hat im Anschluss darauf im Netz ganz krasse Beleidigungen geerntet. Das waren persönliche Angriffe, aber auch Morddrohungen gegen ihn und seine Familie, also wirklich kein Kinderkrams. Nichtsdestotrotz ist der Franzose daraufhin sehr ausfallend geworden. Ich möchte den genauen Wortlaut hier nicht zitieren. Wenn du neugierig bist, klick einfach auf den Link in der Beschreibung zum Video. Da findest du den genauen Wortlaut. Franck Ribéry kann sich ein Steak für 1200 Euro definitiv leisten, auch wenn er eingeladen wird. Der durchschnittliche Bundesligaspieler verdient pro Jahr ungefähr 1,84 Millionen Euro. Man könnte also quasi jeden Tag so ein Steak essen. Und Franck Ribéry ist bei weitem kein durchschnittlicher Bundesligaspieler, das wissen wir alle. Wie hat der FC Bayern darauf reagiert? Es gab eine Geldstrafe. Das ist so ein bisschen so wie die Bestrafung von Manchester City und Paris Saint-Germain von der UEFA. Vereine, die viel zu viel Geld haben, werden damit bestraft, dass sie Geld abgeben müssen. Meiner Meinung nach ist das nicht tiefgreifend genug. Der erste Fehler, der gemacht wurde, ist, dass es nie zu einer Entschuldigung kam von Franck Ribéry. Dafür ist es jetzt auch viel zu spät. So eine Entschuldigung wirkt nur glaubhaft, wenn sie von Herzen kommt und nicht, wenn jemand quasi danach fragt, nach einer Entschuldigung. Das zweite ist, dass ich eine Geldstrafe sehr ungünstig finde. Das gehört für mich dazu, aber es gäbe auch noch weitere andere Maßnahmen, die Franck Ribéry vielleicht helfen würden, in Zukunft nicht so ausfallend zu werden. Denn wenn wir uns erinnern, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Und auch auf dem Platz gilt der Franzose ja als Hitzkopf. Was hätte der FC Bayern also noch machen können? Es geht ums Essen. Das heißt, ich persönlich hätte es sehr schön gefunden, wenn der Franzose einfach mal einen Tag, einen halben Tag bei der Münchner Tafel unterstützt hätte und Essen ausgeschenkt hätte. Dann hätte er auch nochmal gesehen, dass es da keine vergoldeten Steaks gibt und wahrscheinlich auch keine nicht goldenen Steaks. Er hätte auch einfach mal bei einem Heimspiel, wenn er verletzt ist oder gesperrt, und wir wissen alle, dazu wird es wieder kommen, bei einem Heimspiel einfach mal ein Kiosk in der Allianz Arena helfen können. Oder er hätte beim Aufräumen nach einem Heimspiel helfen können. Dabei geht es mir gar nicht darum, den Franzosen einfach nur zu demütigen und zu bestrafen. Es geht mir vielmehr darum, dass er sieht, dass es auch noch andere Menschen gibt, die nicht Millionen pro Jahr verdienen und nicht zu goldenen Steaks eingeladen werden. Das wäre meiner Meinung nach viel effektiver gewesen, viel glaubhafter, hätte dem FC Bayern weiterhin ein gutes Image beschert. Jetzt ist das so ein bisschen angekratzt dadurch, finde ich ehrlich gesagt. Und der Franzose wäre vielleicht ein bisschen mehr auf die Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert und halte dich diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du auf den Beitrag klickst. Da findest du nämlich beispielsweise den genauen Wortlaut, noch ein, zwei andere Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe und wie immer auch noch eine Herleitung der 1,8 Millionen, die ein Bundesligaspieler im Durchschnitt verdient. All das findest du, wenn du in der Beschreibung auf den Link zum Beitrag klickst. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann, dein Ralf von Fußballwirtschaft.